Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Project Red V12 mit dem Olli. Guten Tag. So, wir haben uns gesagt, wir müssen jetzt mal was für Energie tun. Es wird kein Big Reactor, das könnten wir uns zwar theoretisch auch schon leisten, aber irgendwie, nö, jetzt noch nicht. Noch keine Lust. Ganz kurz noch, der Olli hat hier noch eine interessante Sache gemacht, und zwar hat er noch einen Blockplacer hingepackt aus Industrial Foregoing. Der packt hier immer ein Oakwood hin und das Oakwood wird von dem Tree Fluid Extractor leer gelutscht. Ich habe jetzt einen ganz bösen Spruch bei leer gelutscht noch im Kopf gehabt, aber das lasse ich mal lieber. Sonst ist die Altersverifikation auch wieder im Arsch. Okay. Und wir kriegen jetzt hier jede Menge Latex aus. Scheiße, das passt auch wieder fast aufs Auge. Na egal. Und es wird alles angetrieben von unserem lieben kleinen Survival-Generator. Nicht mehr alles. Okay, gut. Dann haben wir hier noch einen Pulverizer. Den hat er sogar schon auf Hard hoch gepusht, weil wir müssen. Ja, genau. Weil wir unser Overworld-Quarz-Ohr verarbeiten wollten zu Nether-Quarz. Ich nehme da nochmal ein bisschen was raus. Schönes Nebenprodukt ist hier gleichzeitig auch noch Sulfur, was den Olli wieder für seine Schmelze freut. Denn aus Sulfur kann man herstellen Thermit-Dust mit Iron-Dust und Potash, und beides haben wir ja vom Prinzip her da. Das Zeugs hier packt ihr in die Schmelze. Da kommt dann das flüssige Molten Thermit raus, und das Molten Thermit könnt ihr dann wieder in die Schmelze als Treibstoff, Fuel, reinpacken, und dann läuft die schon mal auf 3000 Grad Celsius und steht jetzt hier nicht dabei, aber ich habe es schon mal ausprobiert, also 3000 Grad Celsius, richtig ordentlich Dampf in Hütte. Jo, Dampf, nicht ganz. Wir machen uns zwei Maschinen. Ich weiß nicht, ob wir das heute alles hinkriegen. Deswegen sei mir verziehen, ich muss mich da erst wieder durchkämpfen. So, wir brauchen nämlich zuerst mal einen Syngas Producer Controller. Mahlzeit. So, dann brauchen wir davon nämlich schon mal mindestens vier. Das lassen wir mal. Ich nehme mir einfach mal da die Hälfte raus. Ich denke, das werden wir noch ein bisschen häufiger brauchen. So. 10, 10, 10, 10. Gut, passt. So, dann brauchen wir für den Syngas Producer brauchen wir noch Iron Tubing. Ich brauche Sticks. Sticks. Schweres Kapitel. Haben wir hier, glaube ich, noch ein paar rumliegen. Ein Stack bitte in die Tasche. Davon werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr brauchen. Aber wir machen das jetzt mal schrittweise. So, Iron Tubing, oh, da kommen gleich mal 16 Stück raus, das ist schön. Dann brauchen wir dafür noch Redstone Iron Wiring. Brauchen wir noch viermal Redstone, haben wir nicht auf Tasche, aber haben wir hier. So. Das da hier. Einmal, passt, haben wir. Dann brauchen wir noch den da oben, das Pressure Wolf. Das können wir uns auch schon mal bauen. Und dann können wir uns bauen, hoffentlich das da hier. Nein, wir brauchen noch vier Redstone. Na gut, okay. Vier Redstone. Wir kommen der Sache doch langsam näher. Sehe ich ihn hier gleich. Da. Control Circuit. Schwuppdiwupp. Und dann. Oh. Wir haben unseren Syngas Producer Controller. Den stellen wir jetzt hin und sind glücklich. Oder? Nein, leider nicht. Oh nö. Okay. Ich würde sagen, wir überstehen einfach mal die Nacht in Ruhe. Haben es ja sogar schon in 4 Minuten geschafft, einen Teil von unserem Zeugs zu bauen. Sehr schön. Und lassen die Nacht. Na, lassen die Nacht vorbeigehen, oder wir produzieren hier drin noch was. Schauen wir einfach mal ganz kurz. Ich überlege gerade. Ich gucke einfach mal, und ich denke, wenn die Nacht vorbei ist, dann können wir nochmal drüber gucken. Ne? Also, bis gleich. So, nachdem wir jetzt endlich ein bisschen hier wieder Ruhe haben, Blood Moon abgefrühstückt haben, wir haben einfach gewartet,
Können wir jetzt hier mal anfangen, ein bisschen aufzubauen? Wir haben uns hier mit diesen Pfosten die Außenwände markiert, lassen uns ein bisschen Platz und platzieren einfach mal den Controller, was man jederzeit danach wieder abändern kann, einfach mal hier hin. So, ein Controller, sehr schön. Wir gucken rein und dann sehen wir hier, braucht mindestens eine Mixing Chamber. Mhm, okay. Ja, laufen wir nochmal zurück, nicht? War auch klar, weil wenn wir uns den Tooltip anschauen, von dem Syngas Producer sehen wir mindestens eine Mixing Chamber und wir brauchen Fluid Output, Fluid Intake, Item Input Port auf jeden Fall, Item Input Port. So. Also, dann brauchen wir mal den, das nicht, Fluid Intake Valve, Output Valve, das sollten wir uns auf jeden Fall mal produzieren. Wir brauchen nochmal Iron Frames, 2 Stück, da werden wir noch mehr davon brauchen, machen wir uns einfach gleich mal ein paar. Fluid Output Valve, 1 Stück, und dann sagt er noch was von einer Mixing Chamber. Dann brauchen wir davon noch 2. Mixing Chamber haben wir auch. So, Fluid Output, Mixing Chamber und ich gehe davon aus, wenn ich es richtig weiß, brauchen wir noch ein Item Input. Da brauchen wir schon wieder Item Frames, 4 Stück. Gut. Sehr eisenlastig alles, aber wir können damit im Moment noch ganz gut haushalten. Das geht. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier alles beisammen haben. So. Und wir haben wieder schönstes Wetter. Ah, schöner Schneefall. So, das hier ist Fluid Output, Mixing Chamber. Mixing Chamber können wir irgendwo hinstellen. Das Fluid Output Valve hätte ich gesagt nach in die Richtung hier rüber. Und den Item Input Port. Ach komm, setzen wir mal. Ne, machen wir es andersrum. Machen wir so, machen wir Item Input Port hier hin. Ja, hier hin. Und einen Fluid Output hier hin. So, und damit haben wir hier schon mal ein bisschen was. No Heating Chambers installed. Heating Chambers auch noch. So, wir müssen hier irgendwas reinstecken oder kommt irgendwas raus? Steam Carbon, das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich Wasser. Okay, wir brauchen erstmal Kohle. Habe ich keinen Ermann. Gut, Kohle. Kommt sofort. Ah, bist du schon dabei? Ich gehe auch schwerwiegend davon aus, dass wir Wasser brauchen. Kohle passt. Genau. Da würde ich jetzt nochmal so ein Infinite-Gedöns machen. Ja, klar. Und dann muss ich aber noch ein Fluid Intake Modul machen. Das können wir auch gleich noch machen. So, ein Fluid Intake. Da, hier. Da fällt nochmal sowas hier. So, Fluid Intake Valve. Eine Heating Chamber. Na ja, gut, machen wir noch eine Heating Chamber. Wenn er schon sagt, er braucht eine Heating Chamber, warum soll man sie ihm nicht geben? Ne? Macht ja auch Sinn. So, Heating Chamber. Die haben wir mit Sicherheit auch da. Heating Chamber. Jetzt wird es langsam eng mit meinem Eisen. Glaube ich. Okay. Jetzt. Soll ich mal 1-2 Stacks mitbringen? Einen Stack hätte ich mal gesagt, ja. So, das haben wir auch. Und dann brauchen wir noch das da hier.
Und dann machen wir noch Heating Chamber. Heating Chamber. Heating Chamber. Gut. Dankeschön. Vergessen. So, schauen wir mal. Also, das, was wir hier in Kohle reingeschickt haben, hat sich hier in Carbon umgewandelt. Das ist soweit okay. Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendetwas noch reinstecken. Ich gehe davon aus, das ist Wasser. Und dann kommt hinten Syngas raus. Und was ich mir noch überlegt habe, ich glaube, wenn ich mich... Also, wir haben vorhin noch mal ein bisschen drüber philosophiert, was man dafür alles brauchen könnte. Und ich glaube, es gab noch mal so ein Tank-Upgrade, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht gibt es das auch nicht mehr. Nicht jedes von diesen, nicht jeder von diesen Mods wird noch so richtig gut gepflegt. So, das sind Turbinen, Tank oder sowas. Sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Gut, sehen wir hier irgendwas, wie viel da drin ist? Nee. Output Configuration. Oh, da war noch einiges. Ja, da war noch einiges. Du könntest es mal versuchen, direkt daran zu hängen. Eventuell funktioniert das auch. Und dann lass mich das mal hier. Wir haben doch hier so einen Crescent Hammer, genau. Das ist hier grün eigentlich, ne? Wenn ich es richtig sehe, müsste das grün sein. Green Output disabled. Output. Nö, das sieht. Nö, anscheinend braucht er tatsächlich irgendwas. Kann natürlich auch sein, dass es bloß im Zusammenhang mit Pressure Pipes oder sowas in der Richtung dann sauber funktioniert. Also sauber funktioniert in Anführungsstrichen. Wirklich. Jetzt haben wir Wasser drin. Sehr schön. So, und die Frage ist, wie kriegen wir das Ding jetzt aufgeheizt? Oder brauchen wir da noch irgendwas? Nee, Carbon geht langsam runter. Ah, Heat geht nach oben. Heat geht nach oben. Huhuhu. Wir haben es doch noch drauf. Olli, wir haben es drauf. Ich hole mal ein bisschen mehr Kohle. Ja, hätte ich auch gesagt. Und ich schieb gleich. Braucht der Zwingkohle oder geht auch Holz? Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Wir können natürlich alles mal reinstopfen, was wir hier so rumliegen haben, ne? Stöckchen. Ich würde das direkt mal Sticks versuchen. Genau, das war mein erster Gedanke. Genau, Sticks das mal rein. Davon mag haben wir so nicht. Zwei, drei. Nein, mag er nicht? Holz sind da. Holz sind da. Okay. Boah, ich kann mir vorstellen, dass Kohle effizienter ist. Keine Ahnung. Vielleicht kann man aus den Sticks irgendwas basteln, was ihm gefallen würde, was brennt. Aber... Es sind nur 290 Seiten Rezepte mit Sticks. Ja. Vielleicht etwas übertrieben. Egal. Also ich nehme nochmal ein Stack Holz mit. Wenn du guckst, dann stopfe ich dir nochmal ein bisschen seinen Rachen voll. Weil der musste, glaube ich, eine gewisse Menge erstmal bekommen an Hitze, anscheinend die 200, bevor er anfängt, irgendwas zu produzieren. Werden wir gleich feststellen. Wir sind gleich bei den 200. Schiebt gleich noch ein bisschen Kohle nach. Und jetzt haben wir Steam und Carbon, das ist sehr gut. Und Steam und Syngas kommt auch schon. Und Syngas kommt. Sehr gut. So, jetzt haben wir Syngas und was machen wir damit? Die Umwelt ablassen. Verbrennen. Also brauchen wir noch eine Kleinigkeit. Kleinigkeit, ja. Okay. So. Also, und zwar haben wir hier noch die Gasturbine.
die wir uns ganz unlocker herstellen können. Nicht? So. Tun wir mal ein bisschen Bronze. Mhm. So, haben wir da. Turbinen wollen wir machen. Erstmal eine. Wir fangen ganz klein und zart an. Redstone. So, dann haben wir davon. Ach, die haben wir doch sogar da gehabt. Na verdammt. Den Circuit brauchen wir noch. Dafür brauchen wir nochmal 4. Wir müssen upgraden, Olli. Ich habe zu viele von den Redstone Iron Wirings gemacht. Nein. Ich glaube nicht, dass es wirklich. Wir werden alle los. Bist du dir sicher? Okay. So, die Gasturbine. Weißt du, wie groß man die bauen kann? Ich weiß es leider. Das war ein bisschen, oder ist ein bisschen das Thema. So, und beim Mouseover sehen wir hier, wir brauchen Power Emitter Modul. Power Emitter Modul. Flux Generator. Power Emitter Modul. Ah nee, Moment, ja, das ist der Forge Emitter. Das ist der hier. Dazu brauchen wir irgendwas zu arbeiten. No, ich bin gerade überlegen, was ich alles brauche. Es ist alles hier. Ich brauche erstmal ein bisschen Holz. So, weil da brauche ich wieder Pistons hier. So, Pistons. Die kriegen wir hoffentlich noch hin. Wenn wir jetzt dabei haben, 2 Stück. So, Pisten. Das da. 1, 2, 3, 4. Dann 2 Eisen und dann oben drüber 2 Lagen davon. Und da haben wir 2 Pistons. Dann noch ein Redstone. Okay. Da muss ich nicht weit laufen. Dann haben wir den da und dann können wir uns doch hoffentlich gleich eine. Können wir doch sogar einstecken. Ich habe sogar Gold einstecken. Wahnsinn. Der braucht diesen komischen Gold und 2 Redstone-Stäbchen. Redstone Reception Coil, genau. Flux Generator. Oh, ich habe die Turbine schon in der Hand. Haha, wunderbar. So, das war dann der Power Emitter. Fuel Air Mixer. Du könntest dir eventuell, falls du. Moment, ich gucke nochmal. Gas Mix Nee, Fuel Tank. Fuel Tank eventuell. Mal gucken, ob du was findest. Fuel Tank. Ja, ich habe ihn ehrlich gesagt gerade nicht gesehen, aber vielleicht bin ich auch bloß mit Blindheit geschlagen. Fuel Air Mixer. Fuel Air Mixer. Den machen wir auf jeden Fall. Nochmal 2 Pistons. 2 Pisten. Weil der erhöht nämlich die Effizienz. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Na. So. Ah, haben wir ihn gleich? Jo, wir haben ihn. Fuel Air Mixer. So, das haben wir. Dann brauchen wir mit Sicherheit noch ein Fluid Intake. Das macht natürlich Sinn, weil irgendwoher muss das Zeug ja kommen. Und dann müssen wir uns noch die Turbine basteln. Die Bronze-Turbine. Davon brauchen wir nochmal 4 Frames. So. Turbine haben wir. So, fehlt noch irgendwas? Wir werden es gleich sehen. Dann stellen wir das Ding mal hin mit 2 Blöcken Abschnitt, hier ist fürs erste gesagt. Genau. Dann kommt hier das Fuel
Fuel Intake. So. Der Controller steht eins nach außen. Dann machen wir das symmetrisch. Dann kommt hier. Machen wir mal hier hin. Können wir mal noch umbauen. Das dahin. Und die Turbine hin. Also sie sieht so aus, wie wenn sie funktionieren hätte können müssen. Sollen. Würden. Eventuell. Ah. Genau. Und jetzt bräuchten wir bloß noch zwei Fluid Blubbers. Und dann müssten wir eigentlich hier. Nee. Warte mal, da war irgendwas mit der Output Configuration hier. Das war doch das Output. Fluid Output Valve, genau. Konnte man das hier vielleicht mit dem hier. Ah, ja, guck mal. Rot. Ich glaube, das Valve war nur für Pressure Pipes. Da gab es, glaube ich, einen Unterschied. Na? Fluid Irre ich mich da. Da gab es noch die Pressurized Variante, ja. Bin sicher trotzdem nicht. Da muss ich nochmal neu setzen. Ich mach mal ganz kurz hier das hier rot ist es ja, ne? Genau. Also er erkennt auf jeden Fall, was draußen ist. Ah, jetzt muss man nur neu setzen, macht kein Block-Update. Okay, alles klar. So, und jetzt müsste eigentlich er hier. Der schiebt doch automatisch aus. Okay. Und wir haben Strom. Wir haben Strom? Wir haben Strom in der Mitte. Juhu. Aber kein Carbon mehr auf der linken Seite. Also das Ding frisst auf jeden Fall Carbon ohne Ende. Aber ist ja okay. Boah, guck mal, jetzt haben wir ratzfatz 100.000 RF zusammen. So, dann machen wir mal einen Test. Wie lange dauert das dann? Haben wir die Heat-Kapazität schon? Wir sind fast wieder richtig. Okay, packen wir das mal rein. So, und dann nehmen wir, ich nehme mal den ersten Stack hier raus. Ob die Charcoal genauso schnell weggeht? Ja, geht genauso schnell weg. Da lohnt sich es fast gar nicht, die Charcoal zu produzieren. Die Frage, ob da genauso viel rauskommt. Das ist eine sehr gute Frage. Aber wenn jetzt haben wir 50 Carbon pro Tick. Ja, aber schau dir einfach mal, wenn du mit der Maus drüber gehst, beim Oakwood siehst du einen Carbon-Value von 1600. Denselben Carbon-Value siehst du auch bei Charcoal. Okay. Also es wird aufs selbe rauslaufen. Und Planks werden nur 400. Ja, das lohnt gar nicht, da irgendwas umzuwandeln. Das ist völlig wurscht. Da steckt man einfach Holz rein und gut ist. So, aber auf der Seite haben wir schon ein Problem. Unser Akku ist wohl Akku. Und da gab es noch einen Basic Power Capacitor, Flux Capacitor, Reinforced. Ah, das würde wieder. Ich würde sagen, wir sollten uns mal irgendwie. Ja, das ist definitiv eine wunderschöne Geschichte. Thermal Expansion, da müssen wir uns noch mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Vielleicht nicht. Es gibt auch noch eine andere Variante, die wir machen können. Aber es funktioniert zumindest schon mal. Also, wir schmeißen Holz da rein. Das Holz wird umgewandelt in Carbon, wird mit Wasser. Aus Wasser wird Wasserdampf aufgrund der Hitze erzeugt, des Carbon-Values. Der Wasserdampf wird durch das Carbon geleitet und scheidet dabei anscheinend das Syngas aus. Hieß das nicht eigentlich sogar bei Holz, bei den modernen Holzöfen so was ähnliches wie Vergasen? Ich weiß, der Begriff ist anderweitig auch falsch belegt, aber darum geht es ja gar nicht. Wenn man gar nicht weiß, ich kenne den Begriff, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Hm.
Weil die Holzkohle wird in dem Fall nämlich nicht wirklich verbrannt. Oder das Holz. Sondern nur der Gasanteil wird herausgezogen. Egal. Vielleicht weiß es jemand von euch. Und falls es jemand von euch weiß, dann schreibt es in die Kommentare. Und was lernen wir daraus? Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, ein Like, ein +1. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleibt uns nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.